Und normalerweise, ne, Qigong ist das mit dem Händereiben. Also ich mache Händereiben eigentlich immer nur, wenn ich die Füße auch frei habe und die Füße gleichzeitig auch aneinander reiben kann. Ne, Fußsohlen. Also auf der Erde sitzen, schweben kann ich noch nicht. Ne. Weil das ist, normalerweise ist das der beste Zugang, um überhaupt erstmal wieder Kontakt zum eigenen Körper aufzunehmen. Ich mache das nur nicht, weil es ist mir viel zu grob. Ja? Ich brauche das so grob nicht. Ja? Manchmal ist das ganz gut, aber bei mir würde das Händereiben dann eher so aussehen. Ja. Ich gehe dann schon durch den ganzen Körper. Und dann gibt es das Klopfen. Ja? Das mache ich auch nicht. Ja? Was man machen kann. Weil ich jetzt nicht so tief im Inneren meiner Gliedmaßen spüren möchte. Das reicht sogar schon. Ich kann ein bisschen mehr drücken, dann spüre ich auch ziemlich tief. Also ich mache das Klopfen nicht. Aber was ich mache, ist zum Beispiel ein bisschen die Hände bewegen. Also wirklich die Finger ein wenig. Und dann mehr so ein Drücken, Pressen, um auch rauszufinden, ob ich da bestimmte Punkte habe. Also das wird feiner. Ja, das wird feiner. Dass es dann wirklich für beide Arme macht. So ein bisschen, also nicht als Massage, sondern um rauszufinden, wie fühlt sich das an. Ja? Womit stehen diese Regionen möglicherweise in Verbindung und sowas. Das ist wirklich die Körperwahrnehmung, die besser wird und darum geht es auch. Ja, mal immer mehr festzustellen, wo Verspannungen sind, also Anspannungen, Spannungen, die ich nicht brauche. Ja. Also diese erst anspannen, um dann wieder zu entspannen, das mache ich ganz, ganz selten. Ne? Also diese progressive Muskelentspannung, weil man dann auch das vorherige Anspannen mit einübt. Ne? Mache ich nicht. Ihr seht, ich mache sogar hier hinten unterm Schulterblatt kurz was, ne? Um festzustellen, ist da was, da ist was. Ne? Und dann lasse ich möglicherweise meine Schulter ein bisschen aushängen. Hallo? Nein. Der will mitmachen. Nein. Und aushängen. Und einfach aus Symmetrie die andere Seite auch. Und normalerweise, ich weiß, das muss ich mal ausprobieren mit den Leuten, normalerweise ist das für die Beine auch. Also das Klopfen geht auch dann hinten und innen nach oben ausstreichen. Und ich würde dann anfangen. Also das mache ich normalerweise im Sitzen, weil da nicht so viel Belastung drauf ist. In den Armen ja auch nicht. Die hängen da vor sich hin. Also ich finde das sanfter. Möglicherweise ist den Leuten das zu peinlich. Aber ich finde das wirklich hilfreicher als das Klopfen. Dann haben wir das soweit gemacht. Also das kann man länger machen, ne? Viel länger. Aber irgendwann ist den Leuten auch zu langweilig. Ich komme immer wieder zurück zu dem Schütteln.
Und jetzt im Körper wahrnehmen, also es gibt Energy Gates, Chakren und so weiter. Es läuft für mich immer wieder aufs Gleiche hinaus, dass man seinen Körper wahrnimmt. Also einmal haben wir die Extremitäten, die scheinen auch in Bezug auf winterliche Wärmeentwicklung und sowas ein bisschen anders zu sein als der Rumpf. Ja, der Rumpf hat Lymphknoten. Ja. Und muss ich gar nicht wissen. Du wirst viel zu den Ergotherapeuten und so. Das muss ich nicht wissen. Ich möchte in erster Linie lernen zu fühlen. Ja. Und wenn ich merke, hier werde ich locker, dann kann es sein, dass mein Bein besser durchblutet wird. Ich muss die Muskeln und die Knochen und so, muss ich alle nicht mit lateinischen Namen und so, muss ich gar nicht wissen. Ich muss das mehr fühlen, das kommt sowieso zuerst. Zuerst fühlen. Und wenn ich das alles so fein kenne, nach Jahrzehnten, dann kann ich mich auch mal mit den lateinischen Namen auseinandersetzen, wenn mir das irgendwas, wenn ich das möchte. Ich selber habe da, also ich habe das ein paar Mal angefangen und habe das dann wieder sein lassen, weil mir das wirklich versperrt, mir die Wahrnehmung auf den Körper, wenn ich dem Namen gebe. Ne? So viel dazu, das kann man noch viel länger ausweiten. Es kann sein, dass ich das zu diesem Termin sogar mache. Irgendwann, wir werden sehen. Aber jetzt das Qi wecken.